Hallo ihr! Heute zeige ich euch, wie ihr euren mobilen Datenverbrauch reduzieren könnt. Zunächst einmal solltet ihr natürlich darauf achten, dass ihr, wenn verfügbar, immer das WLAN nutzt. Automatische App-Updates solltet ihr nur im WLAN zulassen. Das könnt ihr in den Einstellungen von Google Play oder den Einstellungen für iTunes und den App Store regeln. Ihr könnt auch den Datenaustausch von Apps, die gerade nicht aktiv sind, einschränken, sodass diese nur in WLANs Daten austauschen. So werden große Datenberge wie Videos, Bilder und E-Mail-Anhänge nicht unterwegs automatisch heruntergeladen. Einige Apps haben auch eigene Einstellungen zur Datenreduzierung. Wenn ihr in Snapchat den Datensparmodus aktiviert, werden Stories nur heruntergeladen, wenn ihr darauf klickt. Bei Instagram könnt ihr Fotos und Videos in geringerer Qualität anzeigen lassen und dadurch weniger Datenvolumen verbrauchen. In den Einstellungen von WhatsApp könnt ihr zum einen einstellen, welche Medien bei mobiler Datennutzung automatisch heruntergeladen werden dürfen. Und zum anderen den Datenverbrauch während WhatsApp-Anrufen reduzieren. In manchen Apps wie Spotify, Netflix oder Pocket Cast könnt ihr Inhalte wie zum Beispiel Musik, Videos oder Podcasts offline verfügbar machen. Dazu müsst ihr diese vorher im WLAN herunterladen und könnt die Medien anschließend auch unterwegs immer in guter Qualität genießen. Weitere Tipps und Tricks findet ihr auf handysektor.de. Euch noch einen schönen Tag und bis bald!